Die Erfolgsgeschichte von Michael Schumacher begann 1991 beim Großen Preis von Belgien, seinem Formel-1-Debüt. Der smaragdgrüne Jordan 191 war das Auto, mit dem Geschichte geschrieben wurde. Gleich im ersten Qualifying stellte Michael Schumacher seinen neuen Renner auf Platz 7. Ab Mitte der 1990er Jahre dominierten dann ein Team und ein Fahrer die Formel 1, Benetton und Michael Schumacher. 1994 war der Benetton Ford B194 teilweise unaufhaltsam. Er holte in den ersten 10 Rennen gleich 7 Siege und legte so den Grundstein dafür, dass das Team in diesem Jahr seinen ersten Fahrer-WM-Titel feiern konnte durch Michael Schumacher. Ein Jahr später war der Benetton Renault B195 sogar noch besser. Michael Schumacher fuhr zum zweiten WM-Titel und Benetton gewann die Konstrukteursweltmeisterschaft. 11 Siege holte das Team, 9 davon Schumacher. Im Jahr 2000 bekam Michael Schumacher dann von Ferrari das Auto, das eine bis dahin undenkbare Siegesserie in der Meisterschaft einläutete, den F1 2000. 10 Poles, 10 Siege in 17 Rennen und am Ende stand die erste Ferrari-Fahrermeisterschaft seit 1979. Die Roten siegten weiter und im Ferrari F 2004 holte Michael Schumacher sich seinen 7. WM-Titel. Das machte ihn zum erfolgreichsten Fahrer der Geschichte. Das gleichermaßen schöne wie gnadenlos schnelle Auto zementierte Michael Schumachers Ruhm für alle Zeiten. In 17 Rennen landete er auf dem Podium, 15 Mal konnte er gewinnen.